Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar zum Monatsbeginn des Julis. 1.7. Sommer läuft hier ein in Deutschland. Wir genießen immer steigende Temperaturen. Doch genau das Gegenteil tut der Euro und den wollen wir uns heute mal hier im Detail ein Stück weit genauer anschauen und hier speziell gegenüber dem japanischen Yen. Schauen wir kurz auf den Tageschart, auf den Tageschart-Intervall. Wir sehen hier diesen Aufwärtstrend, diese Aufwärtstrend-Tendenz. Eine der letzten Analysen auf Tagesbasis, wo die Annahme existierte im Sinne eines neuen Verlaufshoch, hier mit Anstieg über 141,05 Yen, eine weitere Performance nach oben vollziehen zu können. Sie sehen hier, der kurzfristige Abwärtstrend blieb aber intakt und vielmehr hat sich das Währungspaar bereits zum Ende der vergangenen Woche für eine Abwärtsbewegung entschieden. Und wir sehen jetzt hier oder insbesondere hier ganz klar zu erkennen, das Gap vom Wochenende. Gut. Daraufhin gab es einen Erholungsimpuls, der hier nahezu zur perfekten Schließung des Gaps führte. Auch da wurde ja schon darauf hingewiesen, dass die Währungspaare ja tatsächlich in 90% der Fälle dazu neigen, diese Gaps, die am Sonntag und auch nur dann beim 24-Stunden-FX-Handel geschlossen werden können, und zwar das eben zu 90%. Und das ist doch schon eine sehr, sehr vortreffliche Quote. Und in der Tat erholte sich der Euro tatsächlich dann hier nach dem schwachen Sonntag, nach der schwachen Sonntagseröffnung, der sich hier mit dieser kleinen Kerze darstellt, dann am Montag mit der dynamischen Gegenbewegung. Jetzt aber hier auf Tagesbasis mal zunächst zu sehen, dass wir hier diesen Abwärtstrend nicht nur nach oben weiter bestätigen, die Linie werde ich gleich fortführen. Nein, wir haben hier vielmehr auch jetzt noch eine kurzfristigere, steilere Bewegungsintensität und mit den heutigen Verlusten sieht das mal gar nicht so gut aus. Das heißt, Euro gegenüber dem japanischen Yen ist hier ein Stück weit im Störfeuer. Obgleich wir heute, und das will ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, rein statistisch einen sehr, sehr bullischen Tag haben. Ja, wir haben hier mit 61% positiver Schlusspreise ganz klar den bullischsten Wochentag während der letzten 52 Handelswochen. Der Mittwoch also für den Euro gegenüber dem japanischen Yen in der Mehrzahl mit einem positiven Tagesabschluss gesegnet. Und das ist natürlich eine Situation, die man im Hinterkopf haben sollte. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine bärische Tendenz, die sich hier auf Tagesbasis darstellt. Also gehen wir heute zum Beispiel per Close negativ aus dem Handel und das kann durchaus noch passieren. Dann ist praktisch dieser Wert von 61 auf 60% gefallen und würde eben ein Stück weit negativer werden. Was interessant noch dazu ist, bevor wir zur Intraday-Beschau kommen, ist die Saisonalität. Wir haben hier bis ja, Anfang Juli hinein, bis zum 8., 9., 10. in dem Bereich, hier rein saisonal eine schwache Tendenz. Das würde also praktisch hier diesen Impuls, den wir hier jetzt aktuell sehen, nach unten begünstigen. Es deuten sich also ergo weiter fallende Preise an. Das sowohl saisonal als auch hier auf Tagesbasis technischer Natur. Das sieht, ja, ich will fast sagen, sehr, sehr klar aus. Wenn es zu klar aussieht, muss man natürlich Bedenken an den Tag legen, weil dann natürlich alles ganz anders kommen kann. Aber die Saisonalität bläst mitsamt der Technik, mitsamt der charttechnischen Situation in die gleiche Richtung. Und das wirft eben hier die Chancen auf, dass man sagen kann, okay, die Chancen, dass der Markt weiter fällt, sind durchaus gegeben. Also Euro weitere Schwäche voraus, durchaus denkbar. Schauen wir jetzt dazu mal auf die Rainbow-Strukturen der 15 Währungspaare, die ich immer gerne in den Fokus nehme. Und da unten haben wir hier im M15-Chartintervall den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Passen wir uns mal ein Stück an. So. Und den nehmen wir jetzt mal ins Detail und holen uns mal die Tagesstats auf den Schirm. Hier im M15. Und da sehen wir, dass wir hier inmitten der Asia-Range aktuell verweilen. Asia-Range beträgt heute 42 Pips. Genau in dieser bewegt sich das Währungspaar derzeit, 42 Pips innerhalb dieser Asia-Range. Und wir haben heute hier schon einen kleinen Versuch gesehen, über diese anzusteigen, hinaus anzusteigen. Hier ist auch der Pivot Point heute im Bereich 136,60 rund. Unterhalb dessen also ganz klar bärische Tendenzen für den weiteren Tagesverlauf. Aber was interessant ist, wir haben hier bislang nur 50 Pips zurückgelegt. Die Range verspricht mit Blick auf die letzten 14 Tage und im Overall-Schnitt eben hier Werte über 160. Das heißt, wir haben hier noch deutlich was in Richtung 110 Pips zu erwarten. Und das verspricht natürlich einiges. Im Sinne dieser negativen Rainbow-Struktur jetzt der Hinweis eben oder die Möglichkeit, dass wenn der Euro gegenüber dem japanischen Yen auf ein neues Tagestief zurückfällt, hier diese Asia-Range nach unten verlässt sozusagen, dann stehen die Chancen relativ gut, dass es weitere Rücksetzer im Sinne dieser negativen Rainbow-Struktur gibt, die wir hier sehen. Mit dieser schwachen Eröffnung
hat sich auch hier diese Rainbow-Tendenz negativer Natur, die wir auch in der vergangenen Woche schon hatten, weiter aufgebaut. Die Erholung hier vom Vortag schon wieder relativiert, beziehungsweise vom Montag gestern ein Stück weit relativiert. Und hier haben wir im M15 jetzt die Situation, dass der Markt weiter fallen kann. Rein von der Range wäre hier Potenzial in Richtung 135 Yen gegeben, Schrägstrich 134,80, sind hier durchaus anstrebbare Korrekturlevels für heute. Sieht also so aus, als würde der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier weitere Verluste markieren können. In jedem Falle kommt das Setup hier ganz interessant daher und im Sinne dieser ja, vortrefflichen Rainbow-Struktur wäre hier eine Präferenz für fallende Kurse gegeben. Tatsache ist aber, der Wochentag selbst ist bullisch, doch ein Wochentag ist ja noch längst nicht die komplette Tendenz und rein Trendfolgen spricht eben hier vieles eher dafür, dass wir weitere Tiefs sehen. Also in dem Zusammenhang warten wir mal ab, was passiert. In jedem Falle spannend, was der Euro gegenüber dem japanischen Yen macht. Wenn Sie mögen, schalten Sie nachher nochmal zur DAX-Beschau auf dem JFD Desktop direkt live sich dazu. Ansonsten morgen natürlich wieder 9:30 Uhr das JFD Devisenradar. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg am heutigen Handelstag. Immer Obacht geben. Die Griechenland-Spekulationen reißen ja nicht ab. Und dann warten wir mal ab, was der Tag/die Woche noch bringt. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch Happy Trading, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.